Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Und zwar haben wir ein Fanpack der 700er Reihe. Unter mittelgroße Traktoren haben wir den 700 Vario, den 800 Vario TMS und den 800er Vario TMS Comp 2 bekommen. Ist nicht für PS4 Xbox kompatibel, ist aber Server kompatibel. Ist von den Credits XX Malle XX Gaiman 718 Wupster und DTP Mario. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Fendt 700 Vario Standard 115 PS, 340 Liter Diesel, Fahrgeschwindigkeit 50 km/h. 98.200 € in der Anschaffung und 5.800 im Leasing. Standard. Dann haben wir noch 6 Config-Blöcke und 3 Farbblöcke. Also, was können wir ändern? Die Farbe können wir der Felgen, wie wir möchten, komplett ändern. Die Hauptfarbe haben wir in Grün, Kommunal, Petrol und Schwarz. Die Designfarbe haben wir Standard und Design Line. Dann haben wir Trelleborg Reifen, also Reifenhersteller Trelleborg, Michelin, Mitas, Nokian und war das war's. Trelleborg Standard, Radgewichte, Breitreifen plus Radgewichte, Reifenregeldruckanlage, also das System dafür, Reifendruckregelsystem, kann man auch sagen dazu, aber einfach ist es. Reifenregeldruckanlage. Dann haben wir große Pflegebereifung und Standard. Michelin haben wir Breitreifen, Breitreifen plus Radgewichte, Regeldrucksystem, Breitreifen plus Radgewichte. Achso, das war's. Okay. Mitas Breitreifen, Breitreifen plus Radgewichte. Auch hier haben wir das Regelsystem und das war's. Nokian haben wir Breitreifen. Mit Radgewichte. Auch hier haben wir das System auch überall verbaut. Kommunal haben wir noch. Und das war's. Das waren die Reifen. Ich würde sagen, wir nehmen einmal Trelleborg mit Reifendruck. Dann haben wir Design Standard. Dann haben wir LED-Arbeitsscheinwerfer. Dann haben wir Chrom-Auspuffglitter. Auspuffgitter, nicht Glitter, Gitter. Okay. Achso, so. Also LED. Auspuff, dann haben wir LED plus Chrom-Auspuff. Und das war's. Okay. Dann haben wir, denke ich mal, die Frontseite. Nein. Dann haben wir links eine Rundumleuchte, die rechte Rundumleuchte. Dann haben wir Warntafeln und halt Rundumleuchten dazu. Dann haben wir Motorausführung 711 mit 115 PS, den 712 mit 125, den 714 mit 140, den 716 mit 160. Den 712 Vario mit 130 PS, den 714 Vario mit 145, den 716 mit 165, den 718 mit 180 und das war's. Das ist der erste Schlepper aus dem Pack. Mieten wir uns mal. Dann nehmen wir den 800er. Der 800er. Fendt 800 Vario TMS, Standard 185 PS, 340 Liter Diesel, Fahrgeschwindigkeit 50 km/h, 3 Farbblöcke und 6 Config-Blöcke. Dann haben wir 192.200 € in der Anschaffung und 6.589 im Leasing, Standard.
Auch hier haben wir Trelleborg, Michelin, Mithers, Federstein. Ich wollte gerade Federstedt sagen. Nokian, Trelleborg, Trelleborg Standard, Radgewichte, Koch und Sohn. N, was war das? N, KN200 und Breitreifen. Michelin haben wir Standard, Radgewichte, Koch und Sohn, KN200. Und das war's. Mithers, Breitreifen, Radgewichte. Hier haben wir wieder natürlich das Regeldrucksystem. Und das war's. Dann haben wir Federstein, Breitreifen, Radgewichte, Regeldruckanlage. Was haben wir noch? Nokian, Standard, Radgewichte, Koch und Sohn, KN200, Kommunal und Standard. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal die Mithers mit dem Reifendruck an, mit der Reifendruckanlage. Dann haben wir natürlich Designs wieder, LED-Scheinwerfer, Chrom-Auspuff. Machen wir mal so. Design haben wir Rundumleuchte links, rechts, Warntafeln und beide Rundumleuchten. Dann haben wir die Motorausführung 818er Vario mit 185 PS, 820 mit 205 PS und das war's. Aber hier haben wir noch die Möglichkeit, ein Frontlader zuzubauen. Und zwar Stoll und den Fendt Cargo. Den Fendt S3S. Alö und Hauer. Also ist einiges, was wir an Frontlader zubauen können. Hauptfarbe ist klar, können wir komplett wieder umändern, wie bei den vorigen auch, aber das brauchen wir nicht. Mieten. Dann schauen wir uns doch den anderen an. Das ist der Fendt 800 Avario TMS Com 2, Standard 185 PS, 340 Liter Diesel und Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h. Auch hier wieder die drei Fahrblöcke, sechs Config-Blöcke. Anschaffungspreis Standard sind 129.200 und 6.589 im Leasing. Wir haben die Reifenhersteller Trelleborg, Michelin, Mithers, Federstein, Nokian und das war es. Trelleborg Standard, Radgewichte, Koch und Sohn, Breitreifen. Dann haben wir Michelin Standard, Koch und Sohn. Das war es auch. Mithers, Breitreifen plus Radgewichte, Reifen, Regeldruckanlage und das war's. Fredestein, wie komme ich immer auf? Okay. Fredestein, Breitreifen, Radgewichte, Regeldruckanlage und das war's. Ups, habe ich einen zu weit geklickt? Ja, habe ich. Dann haben wir Nokian Standard mit Radgewichte, mit Koch und Sohn, Kommunal und Standard. Dann haben wir Designs natürlich wieder die Arbeitslichter, die wir hinten ändern können oder überall ändern können. Dann haben wir hier natürlich die Rundumleuchten mit Warntafeln, die wir komplett ändern können. Aber hier machen wir mal. So, dann haben wir den 818 Vario mit 185 PS, den 815 mit 155, den 817 mit 175, den 175, ja, den 818 mit 185, also das höchste 818 mit 185 PS. Dann haben wir Frontladeranbau, Stoll. Fendt Cargo, Fendt 3S, den Alö und den Hauer. Dann einen Anschaffungspreis von 147.840 und 7.539 im Leasing. Das dazu. Wir gucken einfach mal, ob es in dem Pack auch Frontlader dazu gab. Ja, gibt es und zwar den Fendt Cargo. Gibt es dazu. Das gefällt mir sehr gut.
Das ist der Fendt Cargo 5X90, ein Anschaffungspreis von 24.000 Euro und 1.224 im Leasing. Mieten wir uns den nochmal dazu. Ja, Stoll ist klar, ist im Spiel enthalten. Aber dass der Fendt Cargo dabei ist, gefällt mir. Haben wir noch irgendwas für den Frontlader bekommen? An Schaufeln oder so? Nö, haben wir nicht. Okay. Dann gehen wir uns. Welche ist denn da? Nehmen wir den mal als erstes. Machen wir gleich den Soundtest. Also, Sound hört sich nicht verkehrt an. Ich würde sagen, wir gucken einmal alles durch, wie immer. Der Blinker links hinten funktioniert genauso wie vorne. Blinker rechts hinten funktioniert auch so wie vorne. Dann haben wir das ganz normale Fahrtlicht. Also vorne die beiden Lichter gehen an den Warntafeln, geht hier vorne an den Ausstieg geht. Eine Kennzeichenbeleuchtung haben wir und halt die Rückenlichter. Arbeitslicht hinten ist LED und vorne haben wir auch nochmal LED-Scheinwerfer, was man auch ganz gut erkennt, wenn man ein bisschen herangeht. Wenn wir jetzt zum Beispiel gucken, sieht man, dass das LED-Scheinwerfer sind. Gut. Ihr könnt auch alles steuern über die Taste oder Seitenkonsole, die ihr habt. Zum Beispiel das Licht für oben ist bei mir auf der Seitenkonsole. Taste 15, wo ihr das andere mit einschalten könnt, wenn ihr ein normales Licht habt. Drückt ihr einfach die Taste und könnt, denke ich mal, Fernlicht hinzuschalten. So, die Innenansicht. Natürlich verfügt dieser Schlepper auch über Simple IC. Das heißt, ihr könnt alles aufmachen. Hier könnt ihr das Licht anmachen in Beleuchtung. Gefällt mir auch. Hier ist für die Dachluke. Ansonsten war es das eigentlich an Simple IC. Was haben wir hier noch? Okay, hier können wir das Lenkrad verstellen. Auch mit ein bisschen Sound. Gefällt mir ganz gut. Gut, das war Trecker Nummer 1. Warte einen Moment. Was können wir hier noch machen? Das ist Frontlader. Motor stoppen. Aber wo können wir die Luft der Reifen ablassen? Oder ist das nur Zierde? Nehmen wir mal einen anderen ohne Frontlader. Ansonsten, Textur bei allen Schleppern, wie ich bis jetzt gesehen habe, gefällt mir ganz gut. Kein Pixelbrei oder ähnliches. Das gefällt mir schon. Wir haben hier überall kleine Punkte. Hier können wir zum Beispiel komplett die ganzen Kotflügel ausblenden. Das können wir bei allen Traktoren machen. Bei dem hier auch. Da könnt ihr komplett ausblenden. Was hat er denn noch so? Wie gesagt, Kotflügel. Da ist noch einer. Achso, das ist das. Okay. Kann man die Motorhaube auch aufmachen? Nö. Aber hier, die Tür. Schön mit Sound. Clock. Heckpartie. Irgendwas. Nö. Also, wir können nichts weiter mit Simple IC öffnen. Aber wir können die Kotflügel ausblenden, per Hand wieder zuschalten. Wir können die Türen öffnen oder die Tür öffnen. Dann können wir die Tür öffnen. Wie gesagt, Fenster öffnen. Wir können das Licht einschalten. Wir können die Heckscheibe öffnen. Alles da. So, wir haben jetzt... 1,8.
starten den Motor mal. STRG links, STRG links, Bild hoch und Bild runter. Probieren wir einfach mal aus. Können wir den Druck der Reifen ablassen. Bis auf 0,80. Und halt wieder hochpumpen. Aber man sieht nichts, dass die Reifen platter werden. Nö, man sieht nichts. Schade, dass man sie sieht, aber die Funktion ist auf jeden Fall da. Gefällt mir ganz gut. Also, schöner Schlepper. Der hat noch die alten Lichter drin. Die sind auch etwas gelblich. Gefällt mir ganz gut. Sieht man auch, dass sie ziemlich gelb scheinen. Ich würde sagen, wenn euch die Mod-Vorstellung gefallen hat, lasst halt. Moment. Die Lok ist fehlerfrei. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen. Und um keiner meiner weiteren Videos zu verpassen, gerne die Glocke aktivieren, die euch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich packe euch den Link in der Beschreibung. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Manuel.